Okay, dann fangen wir doch an. Ja, das war das Sendegartenschaf. Nicht ganz scharf zu hören, aber gut. Herzlich willkommen zur ersten Sonderausgabe vom Sendegarten, Sendegarten vor Ort, vom 35C3, dem Chaos Communication Kongress in Leipzig. Letztes Jahr haben wir das ja auch schon mal gemacht, dass wir hier jeden Tag eine Stunde ein bisschen zusammengetragen haben, was wir so erlebt haben, und wir wollten an dieser Tradition gerne festhalten, haben den mobilen Sendegarten mitgebracht, also hier unser kleines dreieckiges Regalgebilde und unseren Sonnenschirm, ein Feuer haben wir auch, das brennt, das sogenannte digitale Lagerfeuer brennt uns hier sozusagen auch an der Seite, und mitgebracht oder mitgekommen sind die beiden Sendegärtner, der Lars, hallo Lars, guten Abend. Und der Sebastian, der wieder an den Turntables seine... Du sitzt an den Turntables, ich an der Tastatur. Achso, du sitzt an der Tastatur, genau. Wir teilen uns jetzt diesmal das Leid. Obwohl, ich habe hier einmal alles irgendwie hochgefahren und seitdem rührt das nicht mehr an. Von daher ist das was. Wir haben aber auch ein paar Gäste, zwei besondere Gäste. Jetzt weiß ich nicht, wen ich zuerst nennen darf. Lars, hilf mir mal, welchen von den beiden Größen soll ich zuerst benennen? Moritz ist ja, Moritz Glenk steht hier, der hat gesagt, er hört nur zu. Was ist denn, pass auf, ich bringe mich einfach dazwischen, dann kann Wörl einfach ist immer nichts passieren. Ne? Ja, ist egal, ich rede trotzdem, Glück auf. Nikolas Wörl von Methodisch Inkorrekt. Er macht das sogar selber. Und ich glaube, ich bin zum allerersten Mal mit dem jungen Mann links von mir in einem Podcast zu hören. Nee. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, wir den anderen ja absagen. Einer ist doppelt. Nee, das ist, glaube ich. Könnte sein, oder? Also eine Bühnenshow war, da warst du schon mal zu Gast und ich bei euch, aber das wollen wir jetzt nicht, ja, wir waren bei der LNP 200. Ja, aber da waren wir ja nicht gemeinsam. Ah, stimmt. Aber bei uns waren wir kurz gemeinsam. Aber stimmt. Das würde ich jetzt nicht als Podcast bezeichnen. Egal. Politisch Inkorrekt 100 ist gemeint. Alte Männer reden von früher. Da sind wir ja eigentlich beim Thema, ne? Okay, und damit gebe ich jetzt ab. Die weitere Moderation übernehmen wir an. Ja, herzlich willkommen Tim Pritlaff, der sich hier in unsere Runde gesellt hat. Ganz, ganz herzlich willkommen. Reingeschlichen sozusagen. Ja, der erste Tag, Sendegarten vor Ort, erster Tag Leipzig-Kongress, ist so ein bisschen erstmal wahrnehmen, wo sind wir denn hier eigentlich und wie war so der erste Eindruck, das Ankommen mehr oder weniger? Ich fange einfach mal ganz frech an und erzähle, wie es mir gestern gegangen ist, als ich hier angekommen bin und auf demselben Parkplatz mein Auto abgestellt habe wie letztes Jahr, bin durch denselben Eingang gegangen wie letztes Jahr, habe an derselben Stelle hier den ganzen Krempel wieder hingestellt wie letztes Jahr. Das ist ein gutes Gefühl. So wiederkommen und das Wiedererkennen, das ist schon mal irgendwie, also was Neues erkunden ist schön, aber das bekannte Wiedererkennen ist auch schön. Ich fand's gut. Wie ist es dir ergangen, Lars? Nach 360 Tagen Heimweh, das ist man jetzt hinter mir. Ja, es wird alles sehr vertraut an. Wir waren mit dem Aufbau nicht mal so schlecht, weil das erste Mal, letztes Mal gewesen und zack, 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 waren wir fertig gewesen. Dann konnten wir erst mal umdrehen, wobei den Eindruck hat er letztes Jahr am Aufbauabend, war es wohl insgesamt ein bisschen mehr los. Weil die beiden wahrscheinlich länger reden, frage ich mal kurz den Sebastian, wie ist es denn dir ergangen? Ja, also man merkt schon einen Unterschied zum letzten Jahr, also das kann man schon sagen. Also, Worin besteht er? Es ist wesentlich mehr fertig gewesen gestern Abend, als ich angekommen bin, und ja, es ist alles wieder nochmal eine Ecke größer geworden und ausgebauter und Wahnsinn, was hier wieder passiert ist. Ja, dann fragen wir doch mal den Tim. Tim, was ist der Unterschied zwischen letztem Jahr und diesem Jahr hier in Leipzig für dich? Für mich persönlich oder was ich so wahrgenommen habe? Fangen wir mit der persönlichen Sicht an. Nee, ich fange mal andersrum an. Also vielen Dank, dass ich diese Frage beantworten durfte. Naja, weil die andere kann ich noch, glaube ich, noch gar nicht beantworten. Also es ist nicht so richtig. Also es ist ja immer mein Hobby seit Jahren, mir eigentlich während eines Kongresses Gedanken über den nächsten Kongress zu machen. Weil ich kann nicht anders. Und dann ist es für mich auch immer so ein persönlicher Wettlauf,
was davon dann A, umgesetzt wird und B, wenn es denn umgesetzt wird, was auch eine gute Idee war. So, ne? Man muss ja nicht unbedingt immer richtig liegen. Und ich habe ganz gute Trefferquote, glaube ich. Es sind hier ein paar Umstrukturierungen vorgenommen, die ich für sehr richtig halte und wo ich auch jetzt nach dem Tag ist ein bisschen früh, aber so das Gefühl habe, es funktioniert auch ganz gut. Konkret ist das halt die Halle 3. Also, dass es noch einen zweiten großen Assembly Space gibt, der den anderen nochmal erweitert, obwohl der andere ja auch schon größer ist, als das letzte Jahr war. Und das schafft auch hier in der in diesem Layout des Kongresses eine schöne Balance zwischen der linken und der rechten Seite, die ja durch diese große Glashalle getrennt ist. Und letztes Mal war es halt so ein Hinkefuß. Man hat auf der einen Seite so vor allem Veranstaltungen gehabt und auf der anderen Seite eben das sonstige Geschehen. Und das war, glaube ich, nicht gut, weil das eben diesen Flow nicht so befördert. Und das meine ich jetzt auch schon zu bemerken, dass dieser Flow befördert wird. Aber sind es denn mehr Assemblies auch oder ist es einfach ein bisschen weniger dicht mittlerweile gestellt? Weil ich hatte dich, glaube ich, drüber reden hören in der Freakshow, dass jetzt einfach noch eine Halle dazukommt für Assemblies und ich dachte, okay, das muss man ja auch erstmal füllen, aber da merkt man überhaupt nichts von. Also die so überhaupt gar kein Problem in dieser Szene, irgendwas zu füllen. Da ist es gewachsen, es sind mehr Assemblies jetzt, die dann in diese Assembly 3, in die Halle 3 diffundiert sind. Das ist jetzt nicht so, dass nur weniger dicht ist. Weil ich merke jetzt hier in dieser Assembly, das ist Halle 2 oder was ist das hier? Ja. Da merke ich jetzt nicht, dass da irgendwie Leeren wären oder so, ganz im Gegenteil. Nee, also es ist ein bisschen lockerer gepackt, weil es war bei den Tischen zu eng. Da konnte man nicht so richtig durchgehen. Erstens denke ich mal, es ist etwas weniger gefüllt, aber es sind auch andere Tischstrukturen. Also wenn du mal reingehst, siehst du überall diese sternförmigen Layouts, die den Vorteil haben, dass du nicht so diese abgetrennten Reihen hast, wo man eigentlich nicht durchgehen will, weil du nur zwischen Stühlen durchpresst. Und so sind das eben so natürliche Fänger, weil die nach außen hin immer weit sind und dann kannst du selber entscheiden, wie weit du da reingehen willst. Und das ist auf jeden Fall so ein kleines Ding, was da relativ viel bewirkt. Und natürlich die gesamte Hallenstruktur ist ja auch nochmal so ein Sternsystem. Und dadurch, dass halt eben die komplette Halle ist, hat das Ding jetzt auch eine Mitte und so weiter. Also viele Sachen, die da sehr gut sind. Diese enorm hohen Bauten, wo man ja auch hochklettern konnte und von oben gucken konnte, sind weg. Gibt es da für Gründe? Also eigentlich, oder? Relativ großer Aufwand für einen überschaubaren Nutzen. Mhm. Ja. Aber es gab keinen Grund von der Hallenseite, die gesagt haben, das könnt ihr nicht machen hier, wegen Brandschutz oder wegen... Ja, dann hätte es ja letztes Mal schon nicht stattgefunden. Ja, gut. Möglicherweise haben die ja auch einen Realitätsabgleich damit gehabt. Was ja, aber tendenziell wäre es jetzt eher so, dass wir jetzt mehr dürften als beim letzten Mal. Ne? Und es gibt noch diese trennenden Elemente, weil man halt verhindern will, dass man in die Halle reinkommt und gleich bis ans andere Ende schauen kann. Du sollst schon erahnen, dass da was ist, aber du musst halt auch irgendwie exploren und hast so deine Ecken und deine Labyrinthe und so. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Diese trennenden Elemente, ist das so zum Neugier erwecken oder ist das eher so, um dann doch seine Assembly so ein bisschen gegen andere abzugrenzen? Also es grenzt ja nicht die Assemblies an sich ab, sondern es gibt ja dem gesamten Ding eine Struktur. Diese Tortenstücke werden dadurch schon nach innen hin abgegrenzt. Und wenn man so innen durchgeht, muss man sich tatsächlich bemühen, um mal dahinter zu gucken. Sonst läuft man eigentlich nur an lauter Rückseiten von Wänden entlang. Ja, man kann jetzt darüber diskutieren, ob das so klug ist, dass es nach innen nach oben zuläuft oder ob es nicht genau andersrum sein müsste oder überhaupt niedriger sein müsste und so. Aber jetzt unterhalten wir uns echt über Details. Insgesamt funktioniert's. Die Assembly-Fläche ist größer und der 35C3 ist näher am Camp, als je ein Kongress war. Das ist halt das Wintercamp geworden. Wo habt ihr die Fairy Dust versteckt? Die ist hinten in diesem Party-Space, in so einer speziellen Installation, die ich selber noch nicht in Betrieb gesehen habe, aber die, wenn sie funktioniert, wohl ziemlich awesome sein soll. Und deswegen wurde quasi die Rakete mal so von diesem Grüßonkel-Rolle rausgenommen und mehr als das genommen, was sie halt eigentlich auch ist, so ein Spielspaß-Kunstobjekt.
Wobei diese zentrale Halle, diese Wurst, diese Glaswurst, die wirkt jetzt so ein bisschen leer. Also zumindest jetzt gerade, als ich reingekommen. Nur weil die Rakete weg ist. Möglicherweise die Rakete, aber ich erinnere mich, letztes Jahr gab es auch so Laserflächen, die irgendwie über das Publikum geleuchtet haben. Die habe ich zumindest gerade nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die noch aufgebaut werden. Insgesamt, weil alle im letzten Jahr sehr gefordert haben, wir müssen diese erste Halle, diese Eingangshalle noch mehr nutzen. Da muss was in die Luft. Da sehe ich jetzt, hat sich da nicht so viel entwickelt. Möglicherweise will man das aber auch nicht, weil da ist natürlich dieser Publikumsstrom die ganze Zeit. Ne? Wenn so eine Halle Adams Schluss macht mit einem großen Talk, dann strömen da einfach mal 4000 Leute raus und dann weiß ich nicht, wie viel Zeug du da in diesem Schlauch haben willst. Also mir sind jetzt die konkreten Gründe, warum es so ist, wie es ist, nicht ganz bekannt. Ich vermute aber mal, erstens, man will ja nicht unbedingt immer dasselbe machen, was man beim letzten Mal gemacht hat. Zweitens ist halt durch die Halle 3 noch sehr viel mehr Dekoaufwand als ohnehin schon dazu gekommen. Irgendwo kommst du auch an die Grenzen von Personal und Geld. Das mag eine Rolle gespielt haben. Das weiß ich nicht genau, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und das neue Layout ist ja auch nicht nur jetzt gut für die Assemblies, sondern es ist halt auch eine Antwort auf dieses Flow-Problem, was du schon angesprochen hast. Gerade die Halle 1 mit 4000 Sitzplätzen war ja nicht zu leeren und wieder zu befüllen in dem vorgesehenen Timeframe. Und deswegen sind, glaube ich, die Pausen jetzt ein bisschen größer geworden zwischen den Talks. Weiß gar nicht, ist das jetzt am Ende auch so? I don't know. Auf jeden Fall gibt es halt jetzt zwei Zugänge. Man hat halt für alle großen Räume immer so ein hier geht's rein und hier geht's raus Ding, damit die sich quasi so in so einer Rotation auffüllen, also leeren und auffüllen zugleich können. So. Ja, deswegen entsteht offensichtlich auch dieses Stauproblem nicht mehr, was da vorher war. Also gibt so viele Dinge, die erstmal gefixt werden mussten. So, und die sind natürlich erstmal die Priorität und sieht so aus, als ob das ganz gut funktioniert. Kommen wir gleich auch zum Sendezentrum, wo wir hier sind. Aber ich würde noch gerne eine Frage stellen. Lars hat nämlich im Vorfeld gesagt, er freut sich besonders auf diesen Kongress, weil er zum zweiten Mal an diesem Ort stattfindet. Weil jetzt mit dem Kenntnis des Ortes würdest du noch mehr Gimmicks, Gadgets und so weiter erwarten. Gerade haben wir einen kleinen Rundgang gemacht, da sagst du, letztes Jahr war mehr Wow. Das fand ich jetzt ganz interessant. Ja, kannst du das ein bisschen? Ja, also die Ja, das ist jetzt Halle 2. Genau. So 2. Letztes Jahr so der ich komme rein und es war so der Augenöffner Moment war in dem Moment von mir auch so im ersten Moment. Nee. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, einfach, dass mehr Tische da sind, dass sich das Ganze ein bisschen erstreckt. Für diejenigen, die da sitzen, ist das natürlich genial. Also man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, sich dann auch mal zusammenzusetzen, als das beim letzten Mal der Fall war. Für die, die ja nur gucken, wie wir, ist das eher so ein bisschen, ach, da ist noch ein Tisch, da ist noch ein Tisch, da ist noch ein Tisch, langweilig. Und ne, da ist die eine große Attraktion. Man ist also von Attraktion zu Attraktion ein bisschen länger unterwegs. Aber das spielt sich ja über den Tag auch immer noch. Mit Sicherheit. Ja, aber die Tische haben doch auch alle Attraktionen. Also die bauen ja dann alle ihre eigenen Dinger aus, ob es hier irgendwie wieder der nächste Cocktailroboter ist oder sonst irgendwelche Geschichten. Ja, muss ich auch sagen. Also ich bin erst seit 3 Stunden hier, aber ich war hier in dem vorderen Teil der Halle 2 unterwegs und da sind viele Experimente, optische Experimente, akustische Experimente, diese Roboter oder kinetischen Experimente. Da muss ich sagen, gerade der neue Layout führt dazu, dass ich eher mal zu einem Tisch hingehe und mit den Leuten spreche und frage, wie funktioniert das oder was ist die Idee hier hinter. Also ich finde es da eigentlich sehr, sehr viel einladender und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass dieser Wow-Effekt weg ist, sondern dass man jetzt
sich da verloren zwischen den Tischen fühlt, sondern ganz im Gegenteil. Für mich bietet sich jetzt wirklich die Möglichkeit, viel mehr mal mit Leuten zu sprechen, weil so wie es im letzten Jahr war, wenn alles immer so belagert und voll ist, dann gehst du ja nicht dazwischen und fragst mal zu einer Installation, wie die gedacht ist. Das stimmt, weil der Seabase letztes Jahr mit diesem Gitterkäfigen, da habe ich mich auch nicht reingetraut. Das wäre jetzt anders, weil das einfach luftiger ist. Ich habe jetzt in dieser einen Stunde, die ich da rumgerannt bin, glaube ich, schon fast mit mehr Leuten gesprochen als, also von den Assemblies. Die kennt ja auch jeder. Das sind aktive Akte. Ne? Ich gehe da hin und frage, wie funktioniert diese Installation. Aha. Also finde ich schon toll. Ja, super. Also ein Blick auf... Ja, noch? Ja, ich wollte aber eben sagen, das war, ich fand es jetzt nicht schlecht. Nee, klar. Ja. Ja. Wo sonst hat man so eine Glaswurst, ne? Das war der erste Eindruck. Letztes Jahr war natürlich überwältigend irgendwie. Abgesehen davon, letztes Jahr war es kalt da drin und es gab nichts zu essen am Vorabend. Und dieses Mal ist es vorgeheizt und es war gestern schon zu essen. Also die Leipziger Gastronomen hier, die lernen auch dazu. Also das ist auch ganz hübsch zu beobachten. Ja, ich meine, dieser Baueffekt kam natürlich im letzten Jahr auch dadurch zustande, hat Tim... Aber im letzten Jahr schon gesagt, und jetzt gerade auch, dass eben diese Mischung ist aus Kongress, aber auch Camp. Ne? Du siehst, man kann Camp ernsthaft im Winter machen in so einer riesen Halle. Das weiß man natürlich jetzt. Und deswegen erstaunt natürlich nicht mehr, dass du da diese Kuppeln aufgebaut hast, diese Buckminster Fullerene, die natürlich im letzten Jahr völlig überraschend kam. So, aber klar, also... Ja, ich bin gespannt. Ich habe noch zu wenig gesehen, aber ich denke, es wird noch viel Wow um vielen, vielen Ecken geben, die mich umhauen werden. Aber häufig sind es ja die kleinen Sachen, die man gar nicht so auf Anhieb sieht. Natürlich ist es geil, wenn man in so einer Halle dreidimensional durch die Gegend läuft, aber die kleinen Sachen auf kleinen Tischen sind dann manchmal da, wo die eigentliche Musik spielt. Wer vielleicht die Aufnahme vom letzten Jahr gehört hat, wird merken, dass das Hintergrundgeräusch diesmal deutlich geringer laut ist, als es beim letzten Mal gewesen ist. Es liegt möglicherweise daran, dass wir hier mit Trennwänden gegen sonstige Raumakustik ein bisschen abgeschottet sind. Also ich würde gerne den Blick mal so ein bisschen aufs Sendezentrum legen, wo wir hier sind. Der Ort des Sendezentrums als solches ist geblieben. Wir sind wieder in diesem Multifunktionsbereich, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt hier, also in diesem Zwischenbereich. Allerdings ist das Ganze etwas größer geworden auch. Wir haben den hinteren Bereich mit dazu bekommen, wo letztes Jahr noch eine andere Assembly war. Da darf jetzt der Podcast-Tisch stehen. Und im vorderen Bereich, wo wir stehen, neben uns, ist mehr so ein Workshop-Bereich. Wie gefällt euch denn das Sendezentrum? Peter Sebastian, wie ist dein Eindruck? Ja, also es ist auch hier besser entzerrt jetzt. Dadurch, dass wir die Fläche da hinten dazu bekommen haben, verteilt sich das alles hier auch ein bisschen besser und wie du schon sagst, die Stellwände, die schirmen natürlich auf der anderen Seite ein bisschen ab, aber bieten halt auch den Vorteil, dass wir so ein bisschen Schutz haben gegenüber Schall und sowas. Das hat Vor- und Nachteile halt. Ja, der Blick über den Raum, den restlichen Raum, genau, ist natürlich nicht mehr so ohne weiteres möglich. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen... Ja, mit einem weinenden Auge sozusagen betrachtet. Genau. Nee, ansonsten von der Aufteilung finde ich das schon das Optimum, was man hier so rausholen kann, finde ich. Ja. Und man muss dazu sagen, genau über unseren Köpfen ist eine große Halle, eine mit Bühne, wo der Deutschlandfunk tagsüber Aufnahmen macht und abends steht es der Podcast-Welt zur Verfügung. Tim, kannst du so ein bisschen erklären, wie das dazu gekommen ist, dass diese gemischte Nutzung da auf dieser Bühne funktioniert? Na, die Idee entstand auf dem letzten Kongress. Ich hatte das dann auch schon mal beim DLF so erfragt, weil die haben ja damals diesen Saal noch alleine verwendet, weil der Kongress so noch keine Nutzung dafür hatte. Das war wieder so ein typischer Fall von, ja, können wir jetzt nichts mit anfangen. Da war ja in dem einen waren ja die jetzt hier neben uns sind in der MZF, die waren ja in dem einen Saal auch mit drin. Und der andere war dann eigentlich nur vom Deutschlandfunk benutzt worden, nur wenn sie da halt ihre Bühnensachen machen, also so 2-3 Stunden pro Tag. Und das war natürlich etwas unternutzt. Ne? Andererseits hatten wir ja dann unser Bühnenkonzept fallen gelassen, wo wir ja zuerst auch, wie das immer so ist, von dem ausgegangen sind, wie es bisher immer war. So, wir bauen unsere eigene Bühne in unserem eigenen Bereich. Aber das hätte uns alle total überfordert. Deswegen war das, glaube ich, ganz gut, dass es nicht war. Dass man erstmal nur so Assembly, mal wieder so back to the roots und was
ne, was macht uns eigentlich da aus? Und dann hat sich das halt jetzt angeboten. Und dann war ich mir am Schluss nicht so sicher, ob sich da Leute für finden. Und als dann aber die Orga nochmal gesagt hat, ja, wir wollen das aber eigentlich, dass ihr das macht. Und hier, und wir unterstützen euch auch mit Technik und ihr müsst jetzt nicht alles machen, was ihr sonst immer gemacht habt, hat es ja dann noch funktioniert. Und dann müssen wir mal gucken, wie das angenommen wird. Andere Option wäre gewesen, zum Beispiel da hinten mit der Bühne in Halle 3, da Chaos West irgendwie vielleicht zusammen zu was machen. Also ist jetzt nicht drüber gesprochen worden, aber das ist ja im Prinzip auch so eine freie Bühne, die auch nochmal den Vorteil hat, dass sie sehr viel offener ist. Da oben rennst du halt mal nicht eben einfach mal so rein. Das hatten wir ja in Hamburg immer diesen Effekt, dass wir dadurch, dass wir da in diesem Durchfluss waren, wir ja quasi den ganzen Wahnsinn immer so direkt abgegriffen haben. Ja, da bin ich gespannt. So kam das. Also das ist jetzt nicht sehr viel mehr drin. Bin jetzt mal selber mal gespannt, wie es ankommt. Werden wir sehen. Ja, die ersten Darbietungen fangen in wenigen Minuten an. Um 19 Uhr geht es dann da oben los. Für heute geplant sind 1, 2, 3, 4 Bühnenshows. Nikolas, bitte. Ja, ich bin gespannt, wie das angenommen wird oben, weil ich im letzten Jahr da mal ein, zwei Mal oben war, als der Deutschlandfunk da war. Und das war halt, da wurde Radio produziert, da war halt kein Publikum, null. Also würde ich mal so sagen, ich weiß nicht, war jetzt nicht immer da, möglicherweise hatten die auch mal Sendungen, wo mehr Publikum war, aber immer wenn ich da war, war da überhaupt nichts los und das fand ich halt ein bisschen schade. Ich bin mal gespannt, wie wir das bevölkert kriegen als Podcaster. Wenn man sich das Programm so anguckt, finde ich es wieder toll, was da für Angebote sind. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass man sich als Podcaster zeigt. Also ich weiß, es ist viel Arbeit und ich bin natürlich jetzt auch niemand, der da bei der Arbeit unterstützt hat jetzt bei der Bühne. Deswegen kann ich natürlich keine Anforderungen haben. Aber ich finde es halt super, wenn Leute da Arbeit reinstecken und die Möglichkeit bieten, Podcasts auf die Bühne zu bringen. Weil wir wollen reden, wir wollen zu Menschen reden. Und dann musst du bei so einer Veranstaltung musst du einfach irgendwo auch auf einer Bühne sein oder das anbieten. Ich meine, hier so ein Podcaster-Tisch, okay, da können ein paar Leute zuhören. Aber wir sind Stimmen, die den Leuten das ganze Jahr im Ohr sind und dann sollen wir auch hier auf einer Bühne sein und Angebote machen. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Aber klar, natürlich ist viel, viel Arbeit, viel, viel Stress. Also Hut ab vor den Leuten, die das wieder ermöglicht haben. Wir wurden heute Morgen sogar hier begrüßt. Ich habe da mal so ein Mikrofon reingehalten. Der Ralf Stockmann hat uns hier im Sendezentrum tatsächlich auch nochmal ganz offiziell begrüßt. Mal gucken, ob wir das hören können. Ganz herzlich willkommen hier bei uns im Sendezentrum auf dem 25C3 unserer kleinen 35, mein Gott, wir sind schon 10 Jahre weiter, auf dem 35C3 unserer kleinen Assembly rund um das Podcast-Wesen. Wir sind wieder hier am selben Ort, wie wir letztes Jahr auch waren und trotzdem sind ein paar Dinge doch relativ anders geworden. Zum einen seht ihr schon, ist das Orga-Team ganz erheblich angeschwollen, nämlich auf 4 Leute mittlerweile. Da haben wir die Tine und wir haben den Roddy und den Herrn Schasen und meine Wenigkeit. Und wir sind in 2 Teams getrennt, nämlich Tine und ich. Wir rücken jetzt hier mal demonstrativ ab. Wir sind das Team Assembly, das heißt also für dieses Stockwerk zuständig. Und die beiden Herren sind zuständig für die Bühne, die wir dieses Jahr wieder haben, die genau ein Stockwerk über uns ist. Das heißt also, genau, mehr wollte ich davon auch nicht einspielen. Es ging mir nur darum, einfach die Namen nochmal kurz zu benennen, die sich jetzt hier gekümmert haben. Also Tine, dann der Ralf und Herr Schasen und Roddy, die sich da halt kümmern. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, werden wir dann auch nochmal nachfragen bei Herrn Schasen und Herrn Roddy, wie das denn so angekommen ist. Aber was der Ralf gerade so schön gemacht hat, nämlich die Zahlen durcheinander gebracht, wir sind schon 10 Jahre her, das kann man so ein bisschen als Überleitung nehmen zu dem Motto, unter dem dieser Kongress diesmal steht, nämlich Refreshing Memories. Also sich mal erinnern, was war denn da vor 10 Jahren oder wie ist denn das überhaupt gewesen? Der Sebastian hat mal rausgesucht, wie die offizielle Begründung für dieses Motto ist oder zumindest eine der offiziellen Begründungen. Meistens gibt es ja mehrere. Kannst du uns eben ins Bild holen? Ja, also ich lese mal einen kleinen Auszug aus dem CCC-Text vor. Mit dem 35C3 sollen die Erinnerungen an die Kongresse der letzten Jahre wieder aufleben, indem wir in beängstigenden Zeiten von Wissenschafts- und Wahrheitsfeindlichkeit und Populismus eine Kultur der Weltoffenheit und Fakten zelebrieren. Unser Archiv an Daten, Erinnerungen und Aufzeichnungen wird am Leben gehalten und durch das stete Wiederauffrischen des Speichers in den Computern und Köpfen der Teilnehmer und Interessierten live unterm Stream.
Genau, das ist so der ein zentraler Satz aus diesem Text. Ja, was heißt das denn für uns? Wir haben letztes Jahr hier so schön über dieses Tu-Wat gesprochen und was das so für uns bedeutet. Das war ja quasi eine Aufforderung, geht raus und macht was. Man könnte ja mal überlegen, was haben wir denn eigentlich in dem letzten Jahr so gemacht mit dem Motto Tu-Wat? Aber an welche Memories soll uns das erinnern? Tim, du hast so ein bisschen vorhin gesagt, dass du die Entwicklung dieses Mottos mitverfolgt hast. Kannst du uns so ein bisschen die Sicht des C3, des CCC auf das Motto so ein bisschen mitgeben? Nee, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so verfolgt, sondern ich habe es einfach nur, als es dann irgendwann beschlossen war, zur Kenntnis genommen und war an der Findung und Diskussion nicht beteiligt. Aber eine Interpretation hast du schon. Ich habe jetzt selber so ein bisschen drüber nachgedacht. War für so ein paar Mottos früher mal zuständig und habe halt immer nach Sachen gesucht, die mindestens doppeldeutig sind. So, und mindestens eine Bedeutung davon soll einen auch irgendwie so einen Lacher ins Gesicht treiben. Was vielleicht der größte Wurf war The Usual Suspects. So. Ne, wo ihm jeder natürlich dieser Filmkenner lachen und schmunzeln. Der Film einfällt, aber dann halt auch so generell eben dieser Blick auf die Hacker-Szene, so eben die üblichen Verdächtigen, aber das dann halt auch so mit so einer positiven und negativen Konnotation, je nachdem, wie man das eben so sehen will. Ne? Naja. Und andere Beispiele. Und Refreshing Memory ist insofern ganz nerdy. Ich weiß nicht, ob das so klar ist. Also, woran denkt man jetzt zuerst? Man denkt so, ja, sich an etwas erinnern. Ne? Das ist, glaube ich, so, dass so dieses, man frischt seine Erinnerung auf und erinnert sich an alte Dinge. Das ist so das eine, was da so drin ist. Dann könnte man das aber auch als erfrischende Erinnerung deuten. Ja, also eine Erinnerung, die einen irgendwie sehr auch wieder positiv stimmt. Tatsächlich gibt es aber noch eine dritte, die eben der technische Term, der da eigentlich drin steckt, weil Memory, also der Hauptspeicher des Computers, muss permanent refreshed werden, um überhaupt nicht sofort in Vergessenheit zu geraten. Das ist einfach so eine technische Bedingung der Art und Weise, wie halt diese dynamischen RAM-Bausteine funktionieren. Also im Prinzip könnte man sogar noch eine dritte Interpretation machen, dass es so eine Art Lebenserhaltungssystem eigentlich auch darstellt. Ne? Ja, inwiefern, und da bin ich so ein bisschen zögerlich, so ein bisschen, inwiefern so ein Motto, und zwar, also inwiefern Mottos generell und dann eben auch dieses auch so eine Botschaft mitbringen, das ist halt dann immer so eine Frage. Und da kann man, glaube ich, bei jedem Motto so ein bisschen diskutieren, das ist vielleicht mal gelungen, mal weniger. Ja, manchmal war es auch ein bisschen widersprüchlich. Es fällt mir gerade das Beispiel nicht ein, was mir eigentlich vorhin zurechtgelegt hatte. Verdammte Axt. Mit den Villages? Nee, was war das? 32 C3, 31 C3. Egal, fällt mir vielleicht nochmal ein. Auf jeden Fall kann auch irgendwie, also manchmal ist es so ein bisschen ironisch gemeint und man will eigentlich das Gegenteil meinen und so weiter. Also irgendwie ist diese ganze Motto-Sache immer wieder der totale Schmerz. Weil immer so, ja, lass mal schon mal einen nächsten Kongress vorbereiten, wäre doch mal geil, wenn wir mal alles ganz früh raushämmern würden und so. Und am Ende kommt es dann wie immer, jeder will, keinem fällt was ein, denen was einfällt, die können sich nicht so richtig drauf einigen, was denn jetzt irgendwie cool ist oder nicht cool ist. Und dann passiert es irgendwie einen Monat vorher, nachdem der CFP schon lange durch ist. Und die Designer alle so, oh Gott, und können wir nicht langsam mal, wir müssten auch mal was vorbereiten. Und dann ist das alles auf den letzten Drücker, so 3 Tage, bevor die T-Shirts beauftragt werden müssen und so. Und dann muss alles ganz schnell. Das ist jedes Mal dieses Drama, wo man sich denkt, so, oh Mann, und wie schön könnte es doch sein, wenn der ganze Scheiß mal 3 Monate früher fertig wird. Und dann trotzdem, und es ist auch dieses Jahr wieder so, da ist mal dieses Logo dann in der Welt und du läufst über diesen Kongress und findest es in einer Milliarde Varianten. Jeder baut das irgendwie in seine Assembly mit ein, in sein Konzept mit ein, macht da irgendwelche lustigen Verballhornungen da draus und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Das hast du mir gerade hier in die Liste mit den Mottos geschickt und da ist der Screensaver schon wieder angegangen. Genau, gated communities, weil das ist sozusagen
ja, was denn nun? Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? So, ja? Also üben wir jetzt Kritik oder sagen wir so, ja, das ist das, was wir jetzt machen müssen. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Ja, genau, gehen wir die doch mal ganz kurz durch hier. Auch Works for Me war auch genauso verdreht, weil das ja eigentlich was Schlechtes ist. So, ne? Für mich gerade gut genug oder und, so. Und, ja. Und immer dieses Hehe zitieren und jetzt drehen wir das um und irgendwie weiß am Ende auch keiner so richtig, wie rum es denn jetzt eigentlich gemeint ist. Ne? Was ich ganz gut fand, war dieses Not My Department. Im Übrigen finde ich auch 29C3 vom Design her bisher fast der Klassiker überhaupt, so, weil es eigentlich auch das erste und bisher letzte Mal gewesen ist, dass es nicht nur ein statisches Design gab, sondern es gab ja auch ein Animationsdesign. Es gab ja, erinnert ihr euch, das war ja immer dieses, wo diese ganzen Satzzeichen ausgetauscht wurden. Überall wurden irgendwie Slashes und Sterne und Bindestriche eingeführt und so weiter. Und da gab's, dein Telefon lockt sich zu schnell. Und da gab es ja nicht nur eine grafische Gestaltung, sondern es gab zum Beispiel auch so einen JavaScript-Code, den man auf seine Webseite draufwerfen kann, um einfach beliebigen Text in diesem Design dynamisch immer wieder reinzulegen und so. Und das fand ich wirklich ganz, ganz cool. Ne? Gut, ich weiß nicht, wie weit wir das jetzt hier noch treiben wollen, ob hier noch irgendein Brüller drin war. Ach naja, Gott, das ist... Ja, ich meine, ich finde es sowieso schwierig, so ein Motto früh am ersten Tag irgendwie zu bewerten, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ich meine, so ein Motto lebt auch davon, wie es aufgegriffen wird, wie es von der Community dann geremixt wird, wie es interpretiert wird. Und das ist eigentlich das Schöne und Spannende. Ne? Ich meine, in einer Woche oder in zwei Wochen oder möglicherweise auch nach einem Jahr drauf zu gucken und zu sagen, okay, wie haben wir denn dieses Motto ins nächste Jahr getragen und hat es irgendwie was bewegt? Das finde ich viel spannender als vorher. Aber wenn man in die Vergangenheit schaut, merkt man auch, we've come a long way. Ja? Also es gab auch mal so ein Motto wie, damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeiten können. Jetzt komm mal mit deinen drei Interpretationen dieses Satzes. Da war ich nicht beteiligt. So, das ist irgendwie so eine Sache, ne? Sorry, noch, ich glaube, es hackt. Okay. Das ist vielleicht noch ganz lustig. Was mich aber so, also Entschuldigung, wenn ich dazwischen rede, aber was ich bei dem, was der Sebastian gerade vorgelesen hat, so rausgehört habe, ist, dass man schon sagt, erinnern wir uns auch daran, dass wir vielleicht mal früher eher wissenschaftliche Fakten zur Entscheidung und zur gesellschaftlichen Gestaltung genommen haben, heute vielleicht weniger, heute eher Meinung oder was auch immer, Fake, Nachrichten, Wunderwasser oder was auch immer ein Thema sind. Hast du dich damit ein bisschen angesprochen gefühlt, Nikolas? Ja, wie gesagt, das ist eine der Interpretationen, wo man jetzt gucken muss, ob die sich rauskristallisiert oder beziehungsweise die muss sich ja gar nicht rauskristallisieren. Diese Motti, das Plural von Motto, Motti? Die Motten. Der Soziologe liegt. Ja, ist Motti? Mottos. Mottos, die Mottos, genau, ich komme aus dem Ruhrgebiet, das ist alles egal. Die können ja, die müssen sich ja auch gar nicht, da kann sich ja jeder rausgreifen, was er darunter versteht. Deswegen, ja, also klar, wenn ich so höre, finde ich, leuchtet es absolut ein. Von Sebastian sowieso. Was hast du verstanden darunter, Lars? Tatsächlich zwei der drei Interpretationen, die Tim genannt hat. Vor allem die technische wahrscheinlich. Ja. Dieses Refreshing, dieses positive Aufhellen, an die Variante hatte ich selber nicht gedacht, aber die anderen waren. Mhm. Ja, schön. Dieses, ja, vielleicht nochmal, diese Idee Tuvat, hat das denn irgendetwas eigentlich bewirkt? Hast du dich da im Laufe des Jahres nochmal irgendwie angesprochen gefühlt, Lars? Ich tue eigentlich ständig was. Das heißt, da ist nicht viel Kapazität, da noch mehr zu machen, aber das würde auch eigentlich
Sagwart, Machwart. Singwart, also genau, ja. War ja auch von Wau. Wau war wirklich echt der Meister des auf den Punkt bringens. Ja. Und das war im Prinzip schon sein erster Move da in der Hinsicht. Der fehlt. Immer noch. Leute, die zu früh gehen. Hast du denn ein persönliches Memory, wo du dich am liebsten daran erinnerst, was du am liebsten auch refreshen möchtest? Ist du irgendwas aus deiner Vergangenheit, wo du denkst, oh, ja, ich fühle mich und will mich auch daran erinnern, will mich erinnert fühlen? Nikolas, wie ist das bei dir? Außer die Erinnerung an die mutigen Abenteuer des Captain Future. Ja, ich meine, ich verbinde natürlich mit dem Kongress jetzt noch nicht so eine lange Zeit, aber natürlich schon ein paar Jahre. Und mit dem Kongress verbinde ich natürlich ein bisschen auch, meine Stimme gefunden zu haben. Also über den Podcast, die Popularität, die der bekommen hat, die würde er ja nicht haben, wenn es den Kongress nicht gäbe oder wenn es diese Leute nicht gäbe, die sich dafür interessieren. Und deswegen ist das natürlich für mich schon auch immer ein Zurückblicken, wie wir im Sendezentrum noch unter so einer Rolltreppe gespielt haben. Und das hat am Anfang ja vielleicht 20 Leute interessiert. Und das ist mein persönlicher Weg dann auch irgendwie, der Kongress immer begleitet hat und vor immer neuen Herausforderungen gestellt hat. Deswegen ist es schon eine sehr persönliche Sache auch. Also unter der Rolltreppe, das kann ich bestätigen, aber 20 Leute, nee. Am Anfang da vielleicht. Da musst du die Crowd-Control-Sonderschichten einlegen. Komm. Na gut, am Anfang schon, aber dann wurde es natürlich mehr. Und das war so der Moment, wann immer ich auf dem Kongress war, hat sich eine unheimliche Dynamik um unseren Podcast entwickelt. Und da bin ich natürlich wahnsinnig dankbar und da gucke ich natürlich drauf persönlich zurück, klar. Aber Tim? Met. Was trinkst du denn da? Ich hatte meine Flasche Met in die Hand genommen. Met aus kleinen Flaschen, das ist ja brutal. Naja, also das möchte ich nicht aus großen Flaschen trinken. Das ist, also Met für die Meta-Ebene. Ah, oh, das ist auch so eine schöne Doppeldeutigkeit. Meta-Ebene. Hast du denn eine Erinnerung, Tim, wo du sagst, das möchte ich am liebsten refreshen? Ich muss die Frage nochmal wiederholen. Achso, was? Ja, also wenn man das jetzt sozusagen als Aufforderung oder als Gelegenheit nimmt, seine eigene Memory. Woran ich mich erinnere, wenn ich Kongress denke, oder was? Wo du dich vielleicht am liebsten dran erinnerst. Oh. Am liebsten? Ja. Naja, gut, das ist einfach. Mein erster Kongress, den ich organisiert habe. Oh, wann war das? 15. Genau, 20 Jahre her jetzt. Okay. Das ist die bleibende Erinnerung. Nicht die Eröffnungsrede vom 30C3. Die ist bei mir zum Beispiel relativ. Ja gut, aber das mit deiner persönlichen Verbindung mich, bringe. Ja, das war ja für mich so ein 5 Jahre, wo... Also, oh Gott, jetzt erzähle ich schon wieder vom Krieg. Also, dafür sind wir ja hier. Ja. Memories. Ja, okay. Ich mach's kurz, ne? Aber es war ja so, dass in Hamburg waren wir in diesem Eidelstädter Bürgerhaus. Und ich weiß nicht, ob ihr da mal wart, aber das, guck, wenn du in dieses Gebäude reingehst und ich erzähl dir, hier war mal der Kongress drin, ja, dann fragst du halt so, wie der Kidspace oder. Also, da war der größte Saal, war halb so groß wie unser Sendezentrum. Also Pipi Max. So. Boah, ja. Also das ist dann klein. Ist klein. Und der hat es dann lange Zeit ausgehalten, weil die Szene halt sich immer nur so in 100, 200, 300 Leuten ausgedrückt hat. Dann war der Kongress 2 Tage lang, dann war er 3 Tage lang und dann gab es halt irgendwann diesen einen Kongress 97, wo dann eben so
Hacker waren cool, Cyber 2000, die Zukunft und überhaupt alles ist möglich. Wiedervereinigung, Weltfrieden und so. Das gibt ja kein Halten mehr damals. Und dementsprechend zog das halt auf einmal wie eine neue Kids an, die halt irgendwie auch mit der frisch in der Weihnachtsbaum weggekratzten Desktop halt mal auf den Kongress aufgeschlagen sind. Und der Flur war halt voll mit Leuten, die auf dem Boden saßen mit ihren angeschlossenen Desktop-Rechnern und so, weil es ist eine vollkommen irre Situation. Und dann war halt auch noch dem Letzten klar, so, okay, alles klar, wir brauchen eine neue Location. Dann haben die aber in Hamburg nichts gefunden. CCH war damals sozusagen noch keine Option. Es war eher immer so der Running Gag, so, lass doch mal ins CCH gehen. Genau. Das war gut. Dann haben die halt irgendwie nichts gefunden und ich hatte halt durch Zufall ein paar Monate vorher das Haus am Kölnischen Park, wo wir ja dann hingegangen sind, entdeckt und habe das halt einfach in den Topf geworfen und habe gesagt, hier Leute, guck mal, alles super, bisschen größer und so, aber warum denn mal nicht so, weil Platz brauchen wir ja. Und dann war das natürlich schwierig, so Hamburg, Berlin und ach, jetzt wollen die uns den Kongress wegnehmen und so. Aber dann gab es halt eine Abstimmung, die war dann relativ klar für, wir probieren das jetzt mal. Und dann fiel mir das halt so in Schoß. So, dann war ich halt schuld auf einmal. Und dann habe ich halt versucht, eben den Kongress, wie er bisher war, auf diesen neuen Ort zu denken und mal ein bisschen auch anders zu machen. Und das hat halt funktioniert. Und das war sicherlich auch die größte Expansion, die der Kongress bisher hatte. Also klar, hier sind jetzt irgendwie 16.000 Leute, aber da hat sich der Kongress in einem Jahr verdreifacht. So. Und das war natürlich für mich persönlich super, weil dadurch hat sich dann auch die Tür geöffnet zu dem eigentlichen Projekt, was ich vorhatte, wofür ich mir eigentlich vorher ein halbes Jahr meinen Job gekündigt hatte. Ich wollte halt eigentlich das Camp machen. So. Wusste aber nicht, ob das überhaupt, also ich hatte keinen konkreten Plan, ich wollte das einfach nur tun und dann halt meinen Job gekündigt, deswegen hatte ich halt irgendwie Zeit und dann habe ich halt einfach den Kongress vorher gemacht. Und dadurch, dass das so gut gelaufen ist, waren dann halt alle auch so, na okay, was kostet die Welt, jetzt machen wir das halt auch noch, was kann schon passieren. Und na, sehen wir ja, was dabei rausgekommen ist. Und das war eine sehr irre Zeit, wo der Club, glaube ich, auch das erste Mal so richtig gespürt hat, dass da irgendwie noch viel mehr zu holen ist. Aber wenn du mir erzählt hättest, dass das in 17.000 Leute auf dem Messestandort, wo man sich dann schon Gedanken darüber machen kann, wie wir das mit dem Platz dann hier in den nächsten Jahren managen, hinauslaufen würde, ey, nee, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ist denn der Grundspirit erhalten geblieben oder sind wir auf einem ganz anderen Kongress als den du vor 20 Jahren erlebt hast? Das ist für mich immer noch dieselbe Veranstaltung. Ja. Also auch ohne Abstriche. Also es ist schneller, höher, weiter und hat noch so ein paar Spielarten und ein paar Extreme rausgebildet über die Zeit, die man jetzt so vielleicht nicht hätte vorher benennen können, aber der Geist, der hier weht und wie die Leute hier ankommen und was sie persönlich auch rausnehmen aus der Veranstaltung, was sich hier für Netzwerke bilden und dieser ganze kanalisierte Wahnsinn, so war der Kongress schon immer. Das ist erstaunlich, ne? Weil ja also aus meiner Sicht auch viele Leute von außen dazugekommen sind. Also vor 20 Jahren sicherlich klassische Hackerkultur, möglicherweise jetzt immer noch Hackerkultur, aber eben nicht dieses ganz klassische puristische Computerhacken, sondern alles Mögliche. Dass dann der Spirit erhalten bleibt, ist ja nicht selbstverständlich. Aber nee. Wenn du sagst, es ist so geblieben. Ja, ist so. Also wenn Dinge populärer werden, dann verwässern sie manchmal auch oder werden unschärfer. Wenn du sagst, das ist aber ohne Abstriche immer noch so, finde ich es wirklich bemerkenswert, muss ich sagen. Ja, und das ist so, weil der Club eine Fähigkeit hat, die mich auch oft geärgert hat, weil es auch manchmal meinen Vorstellungen ein bisschen entgegenlief, dass der Club extrem prinzipientreu ist. So, und da gehört unter anderem eben diese gnadenlose Festlegung auf wir bezahlen niemand. Weil oft hätte sich es halt so angeboten mit, naja, wenn wir jetzt mal jemanden ein Jahr lang bezahlen und so, dann haben die Leute auch Zeit und so. Das sind ja naheliegende Sachen. Aber es sind schon mal Dinge erstattet worden und so weiter, aber es ist nie ein Job draus geworden, es ist nie irgendwie ein Business geworden, den Kongress zu machen. Es war immer, was nicht aus der Szene kommt, findet auch nicht statt.
Und genau das hat aber wiederum Kräfte freigesetzt, die du ja gar nicht kaufen kannst. Ich meine, hol dir mal so einen Dollar-Event-Manager, der so irgendwie Veranstaltungen macht und zeigt dir mal einen Kongress. Den läuft doch alles irgendwie durcheinander im Kopf. Die verstehen das überhaupt nicht, weil man könnte diese Dienstleistung ja gar nicht einkaufen. Die ist ja, da gibt es gar keinen Markt für, geschweige denn jemand, der das auch nur anbieten könnte. Aber das finde ich auch interessant, weil du sagst, das ist extrem prinzipientreu. Die haben ihre Prinzipien auf der anderen Seite für jemanden, der da irgendwie dazukommt. Der erlebt den Kongress als extrem offen, weil die Leute dir zeigen, pass auf, hier ist Assembly, nimm dir einen Tisch, mach, was du willst. Oder geh zu den Leuten, interpretier Dinge selbst, mach einfach. Mach ja, das einfach ist aber auch so ein Prinzip. Ja, das ist ein Prinzip, klar, aber es ist interessant zu sehen, dass diese Offenheit gegenüber neuen Ideen nicht dazu führt, dass irgendwie die zugrunde liegenden Prinzipien offensichtlich aufgeweicht werden. Das ist ja nur auch was man vielleicht für unsere Gesellschaft sich mal vor Augen halten muss, dass wir unsere Identität nicht dadurch verlieren, dass neue Ideen von außen reinkommen. Ganz im Gegenteil, also wir würden sie verlieren, wenn wir das nicht tun würden. Ne? Ja. Klar. Und ich meine, jetzt gerade haben wir eben mit Leuten zu tun, auch im Parlament, die genau davor Angst haben. Vor allem alle neue Ideen, neue Menschen bringen unser gesamtes Weltbild oder unsere ganzen Werte zum Einsturz. Und das ist offensichtlich, muss es nicht so sein, sondern das kann alles bereichern, aber der Grundgeschmack bleibt erhalten. Ja, schön, wenn das so funktioniert. Das ist sicherlich auch ein Grund, ein Ergebnis der Hackerethik, zu der es unter anderem auch einen Vortrag hier in dem Vortragsprogramm gibt. Eine andere Sache, die würde ich gerne zum Schluss ansprechen, ist ein neues Angebot von dir, Tim. Du willst einen neuen Podcast, eine Podcast-Reihe, ich weiß nicht genau, starten mit dem schönen Titel UKW. Nachdem wir ja alle wissen, dass du deine eigene ARD sein möchtest, wie du irgendwann mal plakativ gesagt hast, jetzt willst du auch dein eigener UKW-Sender sein. Ja. Morgen Abend hat es Premiere um 22 Uhr auf der Bühne da oben. Was wird denn da passieren eigentlich? Ich weiß es nicht. Ach so, super. Keine Ahnung. Wer sollte es denn sonst wissen? Ja, war mir nicht. Ja, also okay, also der Vater des Gedankens, der ist schon ziemlich alt. Mich nervte ein Zustand schon länger und das kommt auch noch so aus dieser Phase, als ich noch jedes Jahr noch einen Podcast und noch einen Podcast und noch einen Podcast gemacht habe, bis das irgendwie auch alles gar nicht mehr ging. Und ich halt immer, also ich habe immer so im Hinterkopf so, okay, was machst du, wenn das, was du jetzt machst, nicht funktioniert oder was kannst du derzeit eigentlich noch nicht machen, was du aber eigentlich gerne machen wollen würdest. So. Und ich habe halt jetzt relativ starke Formate im Sinne von, dass die in sich stark sind, also so Freakshow, die große Runde, lalala, ist nicht mein Podcast so, sondern ist halt die Leute, dieses Team ist halt, ne, so. Klar, ich spiele da eine Rolle, aber ich habe da jetzt auch nicht alle Freiheiten, weil das läuft halt einfach so, wie es eben läuft. Dasselbe ist mit Linus zusammen. Lokpunkt Netzpolitik hat ein sehr starkes Format, sehr starken thematischen Fokus und so weiter. Und auch da bin ich ja auch eher Co-Pilot, so, ne, in gewisser Hinsicht. Oder Produzent oder wie man es auch immer nennen möchte. Ne? Ja, wusstest du nicht, dass LNP für Linus Neumann Podcast steht? So, und dann habe ich ja diese ganzen Interviewformate, die ich nun schon in mehrfacher Aufsplitterung eigentlich mehr oder weniger immer wieder genauso mache. Ne? Also Raumzeit, Forschergeist, CRE, Kolophon ist eigentlich ja immer dasselbe Prinzip. Und was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, war so ein Podcast, wo ich eigentlich alles möglich machen kann, wo ich vielleicht auch mal Dinge ausprobieren kann und so. Ich hatte zwar immer noch diesen alten Blog-basierten Lunatic Fringe irgendwie, aber der ist so crunchy und so weird irgendwie, den wollte ich mir auch als solchen irgendwie frei halten. Und dachte mir halt so, okay, du bräuchst halt mal was, wo du mehr so tagesaktuell vielleicht und auch so Sachen, die ich sonst nie mache, remote, wo es nicht so ganz drauf ankommt. Da habe ich lange drüber nachgedacht, weil es muss ja immer alles erstmal fertig sein, bevor ich mit irgendwas anfangen kann. Erst Ei, dann Gack. Genau, dann muss es vor allem erstmal einen Namen haben. Da habe ich ganz lange drüber nachgedacht und dann kam ich halt irgendwann auf UKW. Weil ich mir dann so dachte, naja, jetzt haben sie mir alle jahrzehntelang erzählt, dass UKW ja viel mehr Reichweite hat als ein normaler Podcast. Und da dachte ich mir so, okay,
wenn das mehr Reichweite hat, mache ich das jetzt mal auch. Ja. Und dann habe ich mir auch noch die passende Domain dazu geklickt. Und als ich die hatte, wusste ich so, okay, alles klar. Wie lautet die? UKW.fm. Herzlichen Glückwunsch. Das muss man erstmal hinkriegen. Super, ne? Ja. Genau. Und naja, dann kann man halt sich selber überlegen, was das vielleicht so bedeutet. UKW, da gibt es ja viele lustige Übersetzungen. So, der offizielle Untertitel ist halt unsere kleine Welt. Und vielleicht wird es aber auch unglaublich kurzweilig. Also dein Sammelcontainer, wo du alle deine angefangenen und noch nie verwirklichten Ideen dann versuchst umzusetzen. Ja, ich habe so einige Ideen. Ich wollte schon immer mal vielleicht mit der Person was machen, aber dafür immer dann wirklich so einen neuen Podcast mit eigenem Branding aufzusetzen. Holgi macht es ja eigentlich mit Print genauso. Ja. Ne? Der hat einfach Print und dann schmeißt er alles rein und daraus haben sich ja nun zahlreiche Formate rausgekoppelt. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Intention, dann auch irgendwie mit 10, 20 verschiedenen Leuten über 10, 20 verschiedene Themen zu machen. Ich habe keine Ahnung, wohin das geht. Ist ganz niedrig aufgehängt. Ehrlich gesagt, der Auslöser war dann einfach nur, dass ich gehört habe, hier, okay, Nikolas und Reinhard machen dies Jahr nichts. Also daraus ist, glaube ich, auch nicht so richtig was geworden, aber wie auch immer. Dann dachte ich mir so, gut, mit euch habe ich sowieso noch nicht richtig gequatscht, jetzt mit der Ausnahme von Reinhard so, und dann machen wir einfach mal so einen Starter. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, was ist das dann? Naja, dann ist das wohl UKW. So, das ist die ganze Geschichte und mehr Erwartungshaltung ist da jetzt auch gar nicht angemessen. Also ihr setzt euch morgen Abend zu dritt, habe ich das richtig verstanden? So sieht's aus. Auf die Bühne. Genau. Und dann freies Spiel. Und dann freies Spiel. Quatschen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Können wir ja ganz gut, wa? Ja, ich überlege gerade, Nikolas, bist du dem gewachsen? Ich bin ja eigentlich ganz gerne vorbereitet, ja, und so gar eben. Nicht zu wissen, was auf mich zukommt, finde ich ein bisschen komisch. Aber ich werde mich mutig in diesem kalten Trog setzen. Naja, ich habe dir schon 3 oder 4 Zeilen in Chat geschrieben. Muss reichen. Ja. Um genau zu sein, hat er 3-mal gesagt, was er nicht haben möchte. Also vor allem, von daher bin ich nicht weiter, aber... Dann verrat doch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was will er denn nicht haben? Nicht viel Vorbereitung. Ach so. Keine Physik? Nein, ich weiß gar nichts. Also ich bin tatsächlich, ich glaube, so wenig vorbereitet habe ich noch nie auf einer Bühne gestanden. Ich weiß nicht mal, dauert das 60 Minuten oder 90 Minuten? Weiß er auch nicht, das ist ihr gut. Ihr habt mal einen Crossover gemacht. Er lässt sich irgendwann runtertragen. Sind wir die Letzten an dem Tag? Oder? Ja. Keine Ahnung. Ja? Also nach dem Plan, der mir vorliegt, seid ihr die Letzten. Okay, das hört um 0.30 Uhr auf, wenn es um 22 Uhr anfängt. Tim macht nur Main Act. Okay, ja. Gut, dann machen wir so lange, bis keiner mehr in dem Saal sitzt und dann gehen wir nach Hause. Ihr habt aber mal bei der Republika 2014 habt ihr sowas gemacht mit den beiden Frauen. Ja, Conscience. Genau, ja. Habt ihr auch so ein Crossover gemacht. Das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, da hatten wir grundsätzlich schon mal über die Inhalte gesprochen. Also da hatten wir grob mal gesagt, worüber wir sprechen wollen und wie wir sprechen wollen, glaube ich. Also da war auch ein bisschen mehr geplant. Jetzt ist schon... Ja, dieses Plan, das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Überbewertet. Ja, ist total überbewertet. Ja, ich sage es immer so, wir haben ja Reinhard dabei. Dem drückst du ein Mikro in der Hand und dann redet er 1,5 Stunden. Also im Zweifelsfall gehen wir hier zu deinem Kräuter... Oder zu diesem Haselnuss-Schnaps über? Met. Genau. Die Meta-Ebene, genau. Sorry. Ja, okay. Ich danke euch für diese erste Runde an diesem ersten Abend. Ein paar Ideen haben wir sozusagen miteinander besprochen. Das Motto, den Ort, das Wiederkommen. Ich würde die Runde damit gerne beenden. Es sei denn, ihr habt noch gerne, möchtet die Gelegenheit gerne nutzen, noch irgendetwas unter das Volk zu bringen, sozusagen. Ich sehe gerade schüttelnde Köpfe. Aber was ich noch gerne machen möchte, ist, regelmäßige Hörer unseres Angebotes werden wissen, dass wir ab und zu den Chat vorlesen. Vor allen Dingen ein häufiger Begleiter im Chat ist der Sascha, der uns immer wieder schreibt. Und diesmal ist es anders. Sascha sitzt hier, 2 Meter von uns entfernt. Er hat uns gerade schon per Handzeichen zu verstehen gegeben, dass wir zu hören sind oder auch nicht zu hören sind und so weiter. Ganz herzlich gegrüßt in diese Richtung. Auch schön, dass du heute hier direkt dabei bist. Aber höre ich jetzt auch einen Kommentar? Oder, also normalerweise schreibt er ja langweiliger Gast und so. Da will ich jetzt mal gucken, ob... Wir haben ja noch ein Mikrofon. Ja, ist offen. Wenn du den Schiebeschalter hochmachst, dann ist das auch aktiv. Nein, ich bitte nötige ihn jetzt nicht. Sascha, wärst du bereit? Live-Kommentar. Ja, kennt er. Hier, komm. Kommentier mal was.
Sag mal was. Ich glaube, er muss bei UKW. Ich habe eine wahnsinnige Zeitverzögerung. Ja, er hört hier über den Stream mit. Ja, dann musst du mal hierher kommen und dein Ohr direkt mal an den. Genau. Aber dann musst du ihm natürlich jetzt, müssen wir ihm erstmal sagen, was du gerade gesagt worüber hast. Worüber wir die letzten 10 Minuten. Jetzt müssen wir dir erstmal sagen, was wir die letzten 10 Minuten Sascha. Gesagt haben. Hallo Entschuldigung, Sascha. Dass wir dich einfach so herannötigen sozusagen. Aber ja, hallo. Wo wir mal. Die Gelegenheit mal haben. Du wurdest eingeführt als derjenige, der immer kommentiert im Chat beim Sendegarten. Und, einer muss den Job ja machen. Genau, und wir wollten dann jetzt mal hören, was du hier zu den Gästen von heute zu sagen hast. Dass jetzt noch in Reichweite links und rechts neben mir stehen, kann ich jetzt natürlich nur eingeschränkt objektiv sein. Ja, wir wollen auch keine objektive Meinung. Ja, wir alles wollen super. Die Meinung, die wir hören wollen. Grandiose Gäste. Ja, sehr gut. Super Folge heute. Ja, finde ich auch. Ja, macht weiter so. 5 Sterne. Genau. Top-Postcaster gerne wieder. Nee, und ich freue mich auf jeden Fall auch dann auf morgen Abend dann auf UKW. Das wird spannend, glaube ich auch. Ja, werde ich auf jeden Fall auch dabei sein dann. Ja, ich glaube ich auch. Dann brauchen wir Crowd-Control für den Raum oben. Ja, ja. Könnte das passieren? 400 Plätze, die reichen? Keine Ahnung. Man nicht so hoch auf, da kommt bestimmt kein Schwein. Genau. Na, bin mir nicht sicher. Gut. Okay, Sascha, nochmal ganz herzlichen Dank. Entschuldigung, dass das jetzt so ein Überfall war. Gerne. Wir hatten ja eigentlich vorhin gesagt, du willst nichts sagen, aber anders ergeben. So unbedingt nichts sagen wollte ich nicht, nur ich wollte hier nicht als Gast irgendwo groß angekündigt sein oder hier der Haupteck sein. Aber ich nutze die Gelegenheit, dir Danke zu sagen, dass du uns immer wieder auch beim Im-Chat begleitest, und ich finde das immer schön zu wissen, gar nicht zu viel Feedback, ne, für Podcaster. Podcaster mögen Feedback, weil sie da mal hören, wie dass ihr Zeug überhaupt gehört wird. Ja, und der eine, der da sich meldet, der ist so viel mehr wert als 1000 Downloads, die nichtssagend sind irgendwie, finde ich. Für mich, wenn ich wenn Werbekunden damit beeindrucken wollte, dann sähe das natürlich anders aus. Das kann ich auch verstehen aus der Perspektive derer, die diesen Weg gehen wollen, aber für mich ist so eine kontinuierliche Rückmeldung viel angenehmer. Gut, dann nochmal Dankeschön. Dankeschön Lars, Dankeschön Nikolas, Sascha, herzlichen Dank Tim, Sebastian und gerne. Moritz und alle, die hier zu und noch gehört haben, sind nicht so ganz viele. Und aber diejenigen, die es in der Konserve hören, wie gesagt, das ist ja überhaupt das Ding Nummer eins, das zeitsouveräne Hören und das selbstbestimmte Hören, abschalten, wenn es langweilig wird, überspringen, was doof ist, und es selber gestalten und nicht von anderen gestalten lassen. Ganz herzlichen Dank. Wir beenden diesen ersten Tag im Sendegarten vor Ort vom 35. Ja, jetzt fange ich auch schon an, dass du dann 35C3. Es gibt irgendwie das Meme 35C5 herum. Da laufen die merkwürdigsten Tweets hier durchs Haus. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Dankeschön und tschüss zusammen. Tschüss. Und zum Schluss nochmal das Schaf. Genau, man hat es nicht gehört. Da ist es. Tschüss.